Herzlich willkommen zu einem kleinen Saujagd-Tutorial, Saujagd im milchreifen Weizen. Jetzt haben wir aktuell Mitte Juni, es geht allmählich los und die Sauen ziehen jetzt mehr und mehr in den Weizen rein. Und aus diesem Grund möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr erfolgreich auf Sauen im Weizen jagen könnt. Zunächst einmal ist wichtig zu begreifen, dass natürlich so ein Weizenfeld, obwohl es wie so eine große homogene Fläche aussieht, nicht unbedingt komplett homogen ist, sondern wir haben natürlich verschiedene Reifestadien in verschiedenen Bereichen von diesem Schlag oder generell von einem Schlag. Und das bedeutet, dass es Stellen gibt, wo der Weizen bereits in der Milchreife ist und es gibt Stellen, wo der Weizen noch nicht in der Milchreife ist. Das heißt, es kann sein, dass du eine Kontrolle machst, du steigst aus dem Auto aus, du nimmst so eine Weizenähre in die Hand, du drückst drauf und du merkst, der Weizen ist noch gar nicht in der Milchreife. Da kommt vielleicht ein bisschen Flüssigkeit raus, aber es ist noch nicht so richtig dieses patschige, dickflüssige, weiße Sekret, was rauskommt. Und dann fährst du weiter, weil du dir sagst, gut, der Weizenschlag hier, der ist noch nicht reif. Das könnte ein größer Fehler sein, denn je nachdem, welche Bodenbeschaffenheit du hast, auch die Sonneneinstrahlung spielt eine Rolle, kann es sein, dass andere Bereiche von dem Schlag bereits in der Milchreife sind und auch bereits von den Wildschweinen angenommen werden. Das heißt, obwohl so ein Schlag sehr homogen aussehen kann, werden verschiedene Bereiche dieses Schlages zuerst milchreif werden und andere ein bisschen später. Und interessanterweise finden die Sauen natürlich genau die Bereiche des Schlages am allerbesten, wo sich gerade der Weizen in der Milchreife befindet. Das heißt, du solltest diese Schläge also auch ablaufen und gucken, ob in diesen Schlägen bereits Schaden drin ist. Besser eigentlich ist noch als das Ablaufen ist eine Drohne, dass wir einfach einmal über den Schlag drüber hinwegfliegen und gucken, ob wir bereits irgendwelche Wildschäden in einem Weizenschlag vorliegen haben. Erstmal zum groben Lokalisieren, wo genau oder sind da überhaupt Sauen in dem Weizen drin und wenn ja, wo sind die Sauen? Erfahrungsgemäß sind es normalerweise Bereiche, wo halt eben Waldkanten sind, also auch dunkle Bereiche, wo du eine Waldkante hast, wo die Sauen sehr gerne reingehen. Und natürlich auch die Raps-Weizen-Kante. Das ist also ein Spot, wo du vorrangig die Sauen sehen wirst. Und es ist zum Teil so, dass die Sauen sich dann ein bisschen aus dem Raps rausschieben und dann so die ersten Ähren, die sich dann in Reichweite befinden, abesen. Und wenn sie dann aufgenommen sind und dann so die ersten Stellen an der Raps-Weizen-Kante kahl sind, dann ziehen die Sauen weiter in den Schlag rein. Aber das machen die Sauen ganz gerne, dass sie also auch einen Teil von dem Körper manchmal noch im Raps drin belassen, weil sie wissen, da bin ich sicher und halt nur mit dem Haupt aus dem Raps rausgehen und dort den Weizen aufnehmen. Aber diese dunklen Stellen, da wo die Sau nicht allzu viel Weg hinter sich bringen muss, um ins Dunkle reinzuflüchten, das sind erfahrungsgemäß Stellen, wo die Sauen sehr gerne zuerst sind und auch einen besonders großen Schaden machen. Bei der Saujagd im Weizen ist es so, dass wir natürlich erstmal in die Nähe von den Sauen kommen müssen. Und wenn ich jetzt Sauen sehe auf 500 Meter, kann ich mich im Regelfall relativ schnell auf die Sauen zubewegen. Spannend wird es im Regelfall ab einer Entfernung von vielleicht 150 Meter. Je nach Bodenfeuchtigkeit, je auch nach Windstärke, kann man dann die Sauen meistens schon hören. Und die Sauen können einen natürlich auch genauso mitbekommen. Das heißt, ab 150 Meter Entfernung muss ich mein Tempo deutlich verringern. Wenn ich dann sehr nah an den Sauen dran bin, sagen wir mal in einem Bereich von 50 bis 10 Meter, muss ich nach und nach mein Tempo immer weiter zurücknehmen, immer weiter reduzieren. Weil schon das leiseste Geräusch, das Streifen an einem Grashalm, das Klackern von einem Gewehrriemen oder das Knarzen im Sand vom Pierstock dazu führen können, dass die Sauen abspringen. Das heißt, große Distanzen überwinde ich normalerweise in einer großen Geschwindigkeit und dann auf den letzten 150 Meter werde ich immer langsamer und langsamer und langsamer. Und ganz am Ende, wenn ich, sagen wir mal, vielleicht noch 5, 10 oder 20 Meter an den Sauen dran bin, kann es sein, dass ich mich ganz langsam bewege oder auch sogar, dass es besser ist, erstmal abzuwarten und zu gucken, wie verhalten sich die Sauen. Häufig hast du ja auch da mehrere Sauen vor dir, die eine steht links von der Fahrgasse, die andere rechts, dann hast du kleine Frischlinge mit dabei. Jetzt willst du erstmal gucken, welche Sau ist welche Sau, wie sind die Geschlechter von den Sauen. Das heißt, die Sauen müssen erstmal in die Fahrgassen ziehen, du musst sie ansprechen und dann irgendwann hast du ein passendes Stück vor dir, was du auf naher Distanz erlegen kannst. Aber gerade am Ende musst du langsam machen, musst dir Zeit lassen und solltest auch darauf achten, wirklich nach unten zu gehen. Wenn du stehst und die Sauen dich als Säule gegen den Hintergrund sehen können, werden sie in vielen Fällen abspringen. Aber wenn du dich geduckt verhältst, wenn du nur
wenn du, sage ich mal, diese klassische Silhouette des Menschen aufhebst, der ja immer aufrecht steht, wenn du dich stattdessen duckst oder dich sogar in die Fahrgasse reinbegibst und dich ganz klein machst dabei, bekommen die Sauen dich nicht mit. Auch wenn sie 5, 6, 7 Meter vor dir sind, werden sie vielleicht sehen, okay, irgendwas ist da vorne, irgendwas Schwarzes, aber sie sehen nicht die menschliche Silhouette. Und das hilft dabei, dass die Sauen zwar sehen, okay, da ist irgendwas in der Fahrgasse, aber es könnte ja auch genauso gut eine Artgenosse sein. Solange du nicht aufrecht stehst, das ist wirklich tödlich, gerade auf nahe Distanzen, wenn die Sauen dich gegen den klaren Himmel sehen können, sind sie im Regelfall weg. Das heißt, am Ende wirklich ducken, klein machen und dann die Sauen auf nahe Distanzen erlegen. Natürlich auch völlig geräuschlos dabei vorgehen und ja, keine unnötigen Geräusche machen. Wirklich ganz langsam und wie gesagt, auch den Gewehrriemen abnehmen im Regelfall. Auf den letzten 20 Meter muss der Riemen ab und dann kann ich einfach ganz normal freihändig auf eine sehr kurze Distanz, meistens von 5 bis 10 Meter, die Sauen in der Fahrgasse erlegen. Dort, wo es legal ist, auf jeden Fall. Denn wir haben ja diese Dunkelstrukturen, der Weizen steht relativ hoch, der Mond steht im Juni, Juli nur sehr flach, das heißt, das Mondlicht ist auch sehr schlecht. Insofern lohnt es sich wirklich, dort, wo es legal ist, in deinem Bundesland, wenn dies denn zutreffend ist, in ein Vorsatzgerät zu investieren. Und ich empfehle dir, zur aktuellen Lage, also Mitte 2020, auch ein Wärmebildvorsatzgerät. Denn bei den normalen Nachtsichtvorsatzgeräten sind leider die Infrarotstrahler noch nicht zugelassen. Und damit werden wir auf die gleichen Probleme zurückgeworfen, wie wenn wir über das Zielfernrohr jagen, dass einfach die Sauen zu dunkel sind und sich nicht adäquat von der Umwelt abheben. Das heißt, aktuell ist meine klare Empfehlung, dort, wenn es in deinem Bundesland legal ist, ein Wärmebildvorsatzgerät zu verwenden. Oder auch, wir haben zum Beispiel gerade hier in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, eine Taschenlampe zu verwenden, eine Taschenlampe mit Rot- oder Grünfilter zu verwenden, da du im Regelfall nicht genügend Mondlicht haben wirst, um die Sauen in den Fahrgassen ohne künstliche Lichtquelle oder ohne Vorsatzgerät sicher zu erlegen. Daher ein klares Ja zu Taschenlampen und Wärmebildvorsatzgeräten. Wie markiere ich Anschüsse? Wie kennzeichne ich erlegte Sauen im Weizen? Und wie bringe ich die erlegten Sauen wieder aus den Schlägen raus? Für die Anschussmarkierung benutze ich im Regelfall meinen Triggerstick. Also wenn ich auf eine Sau schieße und ich einen Anschuss habe und die Flucht der Sau unklar ist, das heißt, wenn ich jetzt keinen hellrosa Lungenschweiß finde und am nächsten Tag mit dem Schweißhundführer nachgehen muss, dann kann ich meinen Triggerstick auf den Anschuss stellen und ich kann auch dann, wenn ich zum Beispiel damit eine erlegte Sau markieren möchte, das heißt, ich habe irgendwo in einem großen Schlag eine Sau geschossen, jetzt muss ich aber erstmal zum Auto zurück, um die Schubkarre oder den Heli zu holen, dann kann ich den Triggerstick dort aufstellen, wo ich mein Wildschwein erlegt habe, hänge meine Kopflampe über den Triggerstick, mache die Kopflampe an und auch wenn ich dann aus dem Schlag rauslaufe und 200-300 Meter wieder zurückfinden muss, wenn ich mich mit der Schubkarre oder dem Heli auf dem Weg zur Sau befinde, weiß ich ganz genau, da ist das Licht, da habe ich die Sau erlegt. Kleinere Sauen, das heißt die Frischlinge von 10 bis 20 Kilo, kann ich ja ganz leicht einfach am Vorderlauf packen und aus dem Weizenschlag raus transportieren. Bei stärkeren Sauen, ich würde sagen so Sauen ab 35 Kilogramm bis, sagen wir mal 100 Kilogramm, da wird es natürlich schon richtig schwierig mit dem Ziehen. Insofern habe ich dann am Auto normalerweise oder in meinem Kofferraum den Heli. Der Heli ist so eine Art Mischung aus Schubkarre und einem Korb, wo man an die Anhängerkupplung dran machen kann. Das heißt, ich kann wunderbar mit dem Heli in den Schlag reinfahren, kann die Sau draufziehen, kann den Heli bis zum Auto fahren, kann ihn auf die Anhängerkupplung draufkarren oder draufkuppeln und kann dann die Sau befestigen und die Sau zum Wildbretthändler oder in die Kühlkammer fahren. Eine Schubkarre geht natürlich auch, wobei ich natürlich bei der Schubkarre die nicht an der Anhängerkupplung befestigen kann, sondern die Sau dann mitsamt der Schubkarre im Regelfall in den Kofferraum befördern muss.